Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Codebox von Lukas Rieger. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Code von Lukas Rieger, das Ganze aus dem Jahr 2018. Wir haben hier mal wieder eine Box aus dem Bereich Pop. Jawohl, es ist das zweite Album von Lukas Rieger. Wir werden als erstes mal die Folie abmachen und uns dann das Ganze im Detail ansehen. So, Folie ist ab. Wunderbar. Und so sieht die Box aus. Also wir haben hier ein Standardformat, so eine Standardgröße einer Box. Dann haben wir das Ganze hier in weiß gestaltet, oben den schwarzen Schriftzug Lukas Rieger, darunter lesen wir Code und in der Mitte haben wir den Interpreten abgebildet in so einem, ja was ist das, in so einem Quadrat, in so einem Farbkaro, grau, schwarz, rot, weiß, also sehr interessante optische Darstellung hier. Und links gibt es dann noch einen FSK-Hinweis hier in weiß, und zwar ist das hier FSK 0. Das bedeutet, wir werden hier auch eine DVD vorfinden. Ich schaue mal ganz kurz, ob ich diesen Sticker hier abmachen kann. Ist wahrscheinlich gar nicht mehr so einfach, weil sich dieser Sticker hier ein bisschen zerlegt beim Abmachen. Aber wir schauen mal. Ja, es geht. Also man hat das hier auf jeden Fall mit einem Sticker gut gelöst. Somit kann man den abmachen, wenn man möchte. Und dann ist die Optik gleich besser. Auf der Unterseite gibt es die Beteiligten und einen Barcode. Auf der rechten Seite Lukas Rieger. Oben nochmal dieses Farbspiel hier. Und Code. Auf der Rückseite auch wieder. Das ist so das Logo, das Artwork des Albums. Und dann schauen wir mal rein. Es ist eine Klappbox. Bedeutet, wir können hier, wenn es uns klingt, aufklappen. Jawohl. So, als erstes haben wir hier einmal einen Schal, dann einen Sticker, einen zweiten Sticker, die Instrumentals zum Album, die DVD, der haben wir auch den FSK 0 Sticker hier zu verdanken gehabt auf der Box, das Album an sich, einen Patch und natürlich auch noch ein Poster. So, die Box von innen in weiß. Dann machen wir die mal zur Seite und schauen uns den Inhalt an. Als erstes holen wir natürlich noch das Album aus der Folie. Der Rest, die Instrumentals und die DVD, kommen hier ohne Folie. Können zur Seite und dann starten wir mal. So, wo haben wir es? Das Messer. Einmal, zweimal. Und dann geht auch diese Folie hier wunderbar ab. Ja, wunderbar. Jetzt habe ich es verschrien. Aber jetzt. So, wir haben hier das Album, das zweite Album von Lukas Rieger mit dem Titel Code. Wir haben hier wieder das Cover, das wir schon von der Box kennen, als Lukas Rieger hier in diesem Farbspektrum hier abgebildet. Das Ganze ein reguläres Jewelcase. Auf der Seite lesen wir Lukas Rieger Code und eine Katalognummer. Und auf der Rückseite haben wir die Tracks. 11 Stück sind es geworden, produced by Abbas und Nessie. Dann die weiteren Beteiligten und einen Barcode. Das Ganze ist erschienen hier über Embassy of Music. Okay. Dann schauen wir als erstes mal ins Booklet. Das ist in, ja, wer hätte es gedacht, genau in diesen Farben gehalten. Also auf der linken Seite rot-schwarz hier Lukas Rieger zu sehen. Hier nochmal in schwarz-weiß. Dann gibt es hier eine umfangreiche Danksagung. Ja, ich muss ehrlich sagen, etwas dürftig das Booklet. Also ich habe jetzt keine Credits oder sonstiges gefunden, keine Lyrics. Ja, zumindest die Credits sehe ich immer gerne im Booklet. Aber ja, eine Danksagung ist es immerhin geworden. Die CD, auch recht schlicht gehalten, ganz einfach in weiß und schwarz. Und die Rückseite ebenfalls schlicht in diesem schwarz-dunkelgrau. Soviel zum Album.
Dann haben wir als nächstes die Instrumentals. Die kommen in einer Papphülle. Grau, weiß, schwarz, weiß, grau hier gestaltet. In der Mitte rot Instrumentals zu lesen. Hier haben wir 11 Stück wieder drauf. Also alle Albumtracks hier in der Instrumentalvariante. So sieht das aus. Das ist die CD in grau und weiß. Und die kommt, wie gesagt, in einer Papphülle. Einen zweiten Inhalt haben wir auch noch in Papphülle, und zwar die DVD, die Bonus-DVD. Hier allerdings FSK 0 aufgedruckt. Also das ist kein Sticker, das ist hier wirklich aufgedruckt worden. Dann haben wir hier die Infos, was sich auf dieser DVD befindet. Shooting, Ansage und warum bist du so, offizielles Musikvideo. Okay, schauen wir mal rein. Das ist die DVD in rot und schwarz designt. Wie gesagt, Papphülle. So, damit wären wir mit Musik und DVD durch. Als nächstes haben wir mit dabei einen Patch im Querformat. Hier haben wir wieder diese einzelnen Symbole. Aber ich denke, mit sehr viel Fantasie kann man hier auch nochmal das Wort Code lesen. Also das hier ist dann mehr oder weniger das C, das O, das D und das E. Der Patch kommt im Querformat. Oder im Hochformat, je nachdem, wie man das tragen möchte. Dann haben wir Sticker mit dabei. Zwei Stück. Einmal hier, der ist kreisförmig, den kann man dann hier aus dieser Schablone lösen. Kreisförmiger Sticker in weiß. Und dann haben wir nochmal quadratisch diese geometrischen Formen hier. In grau, schwarz, weiß und rot. Okay. So. Als nächsten Boxinhalt haben wir hier einen Fanschal mit dabei und auch dieser natürlich wieder in diesen Farben. Wir lesen hier auf dem schwarzen Schal die weißen Buchstaben Lukas Rieger Code. Dann haben wir die Franzen hier an der Seite auch wieder in schwarz, rot und weiß. Und auf der Rückseite gibt es dann wieder diese Formen, sogar mehrfach. Also hier geht's los und dann haben wir hier jede Form zweimal drauf, das sogar dreimal, die beiden hier sind sogar dreimal drauf. Okay, und wir haben es hier zu tun mit einem Schal, so wie immer, also die sind immer zu 100% aus Acryl. Und das Ganze ist, das sieht man auch selten, made in EU. Ja, made in EU, Grüße gehen raus. Und zum letzten Boxinhalt kommen wir gleich. So, und zwar ist das hier ein Poster. Schauen wir uns mal an. Und zwar haben wir hier ein Poster im Hochformat. Wir haben hier wieder das Album Artwork, also dieses Cover. Oben der Schriftzug Lukas Rieger, darunter dann der Schriftzug Code. In der Mitte hier wieder dieses Quadrat mit dem Interpreten. Und wir haben hier auch noch eine Unterschrift. Wir schauen mal ganz kurz. Ja doch, die dürfte tatsächlich original sein und nicht aufgedruckt. Also hier die schwarze Unterschrift von Lukas Rieger auf dem Poster. Das Ganze einseitig bedruckt. Die Rückseite ist blank weiß. Und wie gesagt, signiert. So, dann packen wir auch das Poster wieder mal zusammen. Und zum Abschluss fassen wir noch einmal kurz zusammen, was sich alles in dieser Box befindet. Einmal das eben gezeigte Poster, einseitig bedruckt im Hochformat und mit der originalen Unterschrift von Lukas Rieger in schwarz darauf. Die beiden Sticker, einmal quadratisch, einmal kreisförmig. Der Patch im, ja, meiner Meinung nach im Querformat. Die DVD in der Papphülle, die Instrumentals zum Album, 11 Stück, ebenfalls in der Papphülle. Der Fanschal, beidseitig bestickt und natürlich das Album an sich, Code im regulären Jewelcase mit ebenfalls 11 Tracks. Jawohl, das alles in dieser wunderbaren Box. Code von Lukas Rieger. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Lukas Rieger unterstützen möchtet,
dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.